Willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Online. Genau, hier sind wir. Jo. Ihr habt schon gesehen, wir haben den Londoner Spanien in der Gruppe. Finde ich super. Und ich habe das Gefühl, es fängt ein Part immer an mit dieser Strecke und er endet total crazy. Ich weiß noch einmal, fängt der Part auch mit dieser Strecke an. Dann hatten wir den Lunchbox in der Gruppe. Und wir haben da noch irgendeine geldgeile Britze. Also die hat voll viele Dollarzeichen im Rahmen. Boah. Das Thema heute habe ich im letzten Part schon angekündigt. Reality Shows. Ja. Würde ich mal davon halten. Das hat man schon oft gehört, das Thema eigentlich. Naja, eigentlich auch nicht. Aber ich habe mich da jetzt noch nicht. Ich habe mich einmal schon ein bisschen dazu geäußert. Das werde ich auch später als Beispiel nehmen. Jedenfalls. Joa, keine Ahnung, wie soll ich anfangen? Ich finde sie unglaublich schlecht. Ich meine, keine Ahnung, Verdachtsfälle, Familien im Brennpunkt. Das ist alles so schlecht und immer nur Stress, 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 Krieg, 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 wie Familien sich gegeneinander umbringen. Und die Kameraleute finden das irgendwie geil, keine Ahnung, was sie daran so geil finden. Und die müssen dann irgendwie einen Vertrag unterschreiben und die meisten haben da auch irgendwann keinen Bock mehr drauf, wenn die Kameraleute sagen, ja, schlagt euch mal, ja, wollen wir aber nicht, doch macht mal, das ist gut für die Kamera und dann wollen die aussteigen, aber das kostet halt irgendwie 10.000 Euro, weil die irgendeinen Vertrag unterschrieben haben, weil da auch irgendwie voll die naiven Leute mitmachen und dann die schlechtesten Schauspielkünste der Welt präsentieren und einfach furchtbar. Ja. Es gab ja mal irgend so einen Fall bei Super Nanny, da haben die einfach mal einen Hund umgebracht. Ich kann euch mal vielleicht mein ganz altes Video dazu verlinken. Also ich hab, da hat mal der ehemalige First Day TV, heute Headphone TV, ein Video drüber gemacht. Er hat ja den Kanal aufgegeben und alles gelöscht. Schade, dass er auch das Video gelöscht hat. Sonst hätte ich es euch verlinkt. Da hat er mal eine Reaktion dazu. Vielleicht finde ich das ja Video nachher noch. Das war ja eine Reaktion von ihm auf ein YouTube-Video. Vielleicht verlinke ich das noch. Da haben die einfach mal irgendeinen... Siebter, na toll. Haben die irgendeinen Hund umgebracht? Das war irgendwie so eine komische Familie. Die haben das später erzählt bei irgendeinem Mann, der RTL schlecht machen wollte. Hä, was war gut jetzt? Was? Plus Null ist super. Und ich glaube, ich sollte irgendwie aufpassen, was ich sage, weil die sind überall. RTL ist überall. Nicht, dass sie dann das Video sperren. Das kann durchaus mal passieren, ne? Dass die, obwohl, die haben das eine Video von Julians Blog auch nicht gesperrt. Ach komm, mich kennt eh fast keiner. Also ich glaube nicht, dass RTL mich irgendwie findet. Keine Ahnung, vielleicht suchen die nach Titel. Ja, ich werde trotzdem Reality-Shows Punkt, Punkt, Punkt in den Titel packen und dann noch irgendeinen wütenden Jungen aufs Thumbnail. Was weiß ich. Jedenfalls, ja. Schlecht geschauspielert und es ist einfach voll der Scheiß. Ist aber nur Stress, 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 Stress. Jedenfalls, sie haben da irgendwie, da war halt so eine Familie und die wollten nicht mehr mitmachen, aber die konnten nicht aussteigen, weil es irgendwie 15.000 Euro oder so gekostet hätte. Und die Kameraleute, das war, da war noch so ein Mädchen und die Kameraleute haben gemerkt, oh, die hat eine geile Beziehung zu dem Hund. Ja, bring den einfach mal den Hund um. Haben wir was Gutes für die Kamera. Und dann haben die Leute da noch, also, die haben da irgendwie die Szene, gefilmt. Die haben echt keine Rücksicht genommen. Die haben dann die Szene gefilmt, wo sie, wo ihr gesagt wurde, dass der Hund tot ist. Da hat die da irgendwie, ja, natürlich, ist da voll ausgerastet, hat geheult. Und die Kameraleute haben da so Schwarz-Weiß-Effekt eingefügt, traurige Musik, Ausschnitte vom Hund. Das ist krank. Ich weiß nicht, wie die heute drauf sind. Ich habe mir mal, weil ich mich mal, wann war das? Irgendwie so ganz spät abends. Auf RTL 2 oder so, was weiß ich, Frauentausch, genau. Da habe ich mir mal geguckt und ich wollte gucken, ob sich da was geändert hat, hat es natürlich nicht. Oh, Alter. Ohne Scheiße, ne? Kann ja jemand gucken, ich bringe euch nicht um, wenn ihr das tut, aber für mich ist es reiner Blödsinn einfach. Auch wieder da, also entweder fischen die, stecken die Leute 500 Euro in die Taschen, damit die es machen. Oder das sind halt irgendwelche naiven Problemfamilien, die dann da mitmachen und denken, es wird besser. Das dachte auch nämlich die eine Frau,
Na gut, wie gesagt, ja, naiv, was heißt naiv? Einfach Leute, die nicht Bescheid wissen, wie es da läuft, ne? Und dann da mitmachen, weil die denken, das könnte unsere Familie irgendwie zusammenschweißen und dann passiert genau das Gegenteil. Also nach der Supernanny-Sache haben die Familie erzählt, sind irgendwie die Kinder dann auch ausgezogen, weil die keinen Bock mehr hatten. Boah. Also das macht eher alles nur schlimmer. Ich komme nicht auf den Punkt. Zurück zu dieser Hundgeschichte. Und dann haben die da später, nach einem Jahr, sind die nochmal dahin gegangen, um zu gucken, wie es war. Und die wollten, klar, die Familie, die hat diese Supernanny gehasst. Die wollten überhaupt nicht, dass sie da ist. Und dann, ich verlinke euch doch das Video. Ich erzähle jetzt hier alles mal kurz was an. Dann hatten die da noch irgend so ein Baby und die Supernanny hat das mal einfach angefasst und in den Arm genommen, obwohl keiner das wollte. Die war einfach da nicht erwünscht. Keiner wollte die da haben, aber die durfte das ja irgendwie wieder im Vertrag dazu, denen kommen, ein Baby irgendwie anfassen, keine Ahnung. Klingt jetzt falsch, aber ja. Dann meinte dieser Mann da, das ist doch Psychoterror und das ist es auch. Ja gut, wenn die Familien da irgendwie freiwillig mitmachen, auch nicht aussteigen wollen, können die gut machen. Kriegen die halt 500 Euro, aber jo, ich finde sowas Blödsinn. Wenn jemand da ein Gegenargument hat, ja, keine Ahnung. Ist nur meine Meinung, ne? Generell RTL bringt ja nur... Erzählt ja nur sowas. Also bringt nur so Zeugs, Sat.1 eigentlich auch. Aber so ab 20:15 Uhr... ja, da kann auch ein guter Film laufen. Ein guter Trick, keine Ahnung. Ich habe mal mitgekriegt auf RTL, ja, keine Ahnung, läuft ein Fußballspiel oder so. So, aber... So, der Tagesablauf da. Verklag mich doch, keine Ahnung, was es dann noch morgen so, gibt. Was weiß ich. Und ja, ja gut, nach 20:15 Uhr kann auch mal was anderes laufen. Zum Beispiel Castingshows. Supertalent. Ich habe mir auch letztens, das ist nicht lange her, irgendwann mal morgens eine Wiederholung angeguckt. Und es ist einfach genau so, wie es ist. Ich habe eine Staffel davon mal geguckt. Das war die Staffel, wo dieser Afrikaner da... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Schubst er mich da einfach runter. Wo dieser Afrikaner da auf seiner Monika da gespielt hat, auf dieser Flöte. Auf dieser komischen Riesen... Ich weiß nicht, oh, wie nennt man das Ding nochmal? Und dieser Riesenflöte da hat gespielt. Er hat gut gespielt, aber das war einfach kein Supertalent. Da... Es gibt Supertalente, ja, also... Es gibt auch gute Castingshows, also... Aber die... Keine Ahnung, zum Beispiel die erste Staffel von... die SDS... War ja angeblich super, kann ich jetzt nichts zu sagen, aber soll ja super sein. Was weiß ich, dieses American Island, was es da gibt, das ist gut. Was hier läuft, das ist einfach nur, um Leute zu blamieren. Und die Leute, die irgendwie eine traurige Story haben, gewinnen dann am Ende, wie diese Afrikaner. Dieser Typ, der auf dieser Flöte gespielt hat, der hat eine traurige Story gehabt, das weiß ich noch. Und der zweite Platz hat auch eine traurige Story. Der hat einfach gesungen. Der hat gut gesungen, aber... Singen, da kannst du ganz gut lernen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wen ich da am besten fand. Da war, glaube ich, irgendwie ein Vierjähriger und der hat Mozart auswendig gelernt. Auswendig gespielt. Das war... Ich glaube, der war auch im Finale. Aber ich weiß nur, dass die ersten zwei Plätze Leute waren mit einer traurigen Story. Hätten sie diese traurige Story nicht gehabt, wären sie bestimmt im Casting rausgeflogen, wenn nicht im Vorcasting. Das ist halt auch so eine Sache, die nicht gut ist, ne? Einfach die Leute mit der traurigen Story, keine Ahnung. Ich bin Philipp und ich laufe sinnlos im Kreis rum. Dann Schwarz-Weiß-Musik und dann fängt die wieder einer an zu heulen. Ja, ich habe gestern meine Tage gehabt und dann wieder so Schwarz-Weiß-Musik und dann kommt da wieder diese Tränen und... Boah. Oh. Ich hate auch mal wieder alles hier, ne? Das ist meine Meinung. Ich darf mich äußern. Ich verletze keine Rechte. Nee. Ich lese mir nochmal vor der Veröffentlichung des Parts, das Gesetzbuch da, Paragraph irgendwas durch. Da hat Kuchen TV mal in einem Video eingeblendet. Man darf irgendwie seine Meinung frei äußern. Bildlich, schriftlich, was weiß ich. Und das tue ich hier. So. Ja, kann man ja gucken, aber ich mag das nicht so. Also ich
Ja. Ihr wisst, wie ich es meine. So. Ja. Gibt ja auch Casting-Shows, wo es wirklich gut abläuft. American Island zum Beispiel. Der ist gerade rausgeflogen, jetzt kommt er wieder hinterher. Alles klar. Wir wissen so. Teasen oder Tyson, keine Ahnung. Also, ich kenne jetzt nur American Island, das ist gut, oder? Weil ich auch mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt American Island war, ich glaube, das war was anderes. Irgend so eine. Das Supertalent in der britischen Version war auch ganz gut. Also, da war das nicht, dass sich ein Typ einfach auf die Bühne gestellt hat, was gemacht hat und sich dann völlig lächerlich gemacht hat und das dann im Fernseher gezeigt wird. Also im Forecasting. Es gibt ja noch ein Forecasting, was nicht gezeigt wird. Und da lassen sie halt auch wirklich die Leute, die was drauf haben, durch. Aber auch die Leute, die gar nichts können, durch. Damit die sich dann im Casting, was im Fernseher ausgestrahlt wird, total blamieren. Das machen nämlich Absicht. Und das ist eine Sache, die ist nicht okay. Das ist nicht gut. Muss man halt selber wissen. Ja. So, ich kann es. Und, in den letzten Staffeln, also die Leute aus den ersten Staffeln, aus den mittleren Staffeln, die hat man nicht so schnell vergessen wie jetzt. Also, weiß ich nicht, wer da gewonnen hat. Also, wenn mir jetzt irgendwie. Ja, das hat der letzte Mal Markus auch mal letztens in einem Part. Der hat da Namen genannt von den ersten Staffeln. Da kannte ich auch noch ein paar, weil die dann auch später noch was gerissen haben. Aber von den heutigen Staffeln passiert da einfach mal gar nichts mehr. So, ich wollte jetzt einfach über Reality-Shows reden, aber vielleicht packe ich dann doch RTL noch aufs Thumbnail. Ja. Und jetzt rede ich noch über die Casting-Shows. Ich rede einfach alles, was RTL zeigt. So, ich bin so Hater. Ja, gut, Sat.1 macht das ja auch, ne? Auf Streife. Auf Streife, das ist ja wahre Begebenheit, ne? Finde ich, habe mir das auch mal angeguckt. Finde ich jetzt nicht wirklich gut geschauspielert, aber ja, geht eigentlich. Ja, also auf Streife finde ich jetzt nicht so schlimm wie Verdachtsfälle. Zum Beispiel, keine Ahnung. Auf Streife habe ich mich nicht so krass mit befasst, habe ich auch ehrlich gesagt nicht vor. Guckt ihr eigentlich noch Fernsehen, Leute? Also ich gar nicht. Doch manchmal schon, wenn ich irgendwie merke, oh, da was ganz Großes da. Manchmal schalte ich hier durch. Ich meine, ich sitze auch gerade vor einem, ne? Aber natürlich am meisten mache ich immer noch YouTube. Ich mache Videos für euch, ich gucke mir natürlich auch welche an. Und ja, am meisten, ja, es ist immer noch YouTube. Also Fernsehen gucke ich das? Nein, nicht wirklich. Mal schalte ich schon durch und dann kommt da vielleicht einmal ein lustiger Film, den ich vielleicht auch schon kenne, aber mir nochmal angucken möchte, weil er funny ist. Ja, mal wenn mir langweilig ist vielleicht. Verdammt! Nein! Ernsthaft? Ja, das war so meine Meinung über Reality-Shows und Casting-Shows. Ja, da muss ich aber auch wieder einen anderen Namen für den Titel jetzt überlegen. Reality- und Casting-Shows, ja, das mache ich. So, fertig, tschüss. Kann man auch mal, glaube ich, einsprechen. Hat man wieder mal ein schönes Thema, wo man diskutieren kann. Ich habe ja gesagt, das ist so das Laberprojekt. Ich werde einfach labern. Und ich habe mir vorgenommen, in diesem Part mal über sowas zu labern. Lustig dann. Die haben auch einmal in dieser Staffel, glaube ich, die ich auch gesehen habe. Nicht komplett, aber ich habe halt das Finale und so mitgekriegt. Haben die auch so Ausschnitte aus dem Forecasting gezeigt. Die schlechtesten, glaube ich. Ne, das war so irgendwie, dass die meisten Leute irgendwie das Lied genommen haben. Irgend so, keine Ahnung, so ein Schlager, was weiß ich. Haben die das gezeigt und boah, das war kein super Talent. Das Konzept ist gut, aber scheiß umgesetzt. American Island macht das gut. Glaube ich mal. Ich hab da mal ganz kurz reingeschaltet. Also, da ist es nicht so. Da suchen die sich echt wirklich die Besten raus. Die Leute, die echt ein super Talent drauf haben, ne? Und da wird nicht wirklich jemand blamiert, also, ja. Ja, das ist was völlig anderes dann. Das ist schon was völlig anderes. Manche Leute sagen auch, sie gucken Supertalent, weil es witzig ist. Ja.
Aber, ja, sie denken selber, das, was sie machen, ist gut, aber es ist eigentlich nicht gut. Und dann sind sie voll vertraut und denken, ja, jetzt gehst du super Talent und werd halt super Talent. Und dann buhen sie da in diesem Saal und dann, ja, ist scheiße, ne? Scheiße. Dann. Ich weiß nicht, wie das Gefühl ist. Ich weiß nicht, wie das Gefühl ist. Ich war da noch nie. Also, oh mein Gott. Wurde ich eigentlich schon mal auf der Bühne irgendwo ausgebuht in der Schule? So, nein. Habe ich immer mal schon so einen großen Auftritt gemacht? In der Grundschule gab es mal so ein Theaterstück. Da war ich aber voll krass drauf. Was war das nochmal? Ja, das war irgendwas. Das war irgend. Ah, was war das nochmal? Das hat jeder dann nochmal gebrannt bekommen, weil das irgendeiner da zusammengeschnitten hat. Vielleicht habe ich das dann noch. Das kann sogar ziemlich gut sein. Ich schmeiß doch. Nee. Der hat das bestimmt irgendwo in den Grundschularchiven auf dem Dachboden. Was weiß ich. Ah ja, die Grundschule, ne? Kommt man auch wieder von Reality-Shows auf Grundschule. Wie man einfach immer beim Thema switcht. Ist auch immer ziemlich interessant, das herauszufinden. Ich bin ein Mensch, der denkt viel nach, ne? Ja. So. Und den shoote ich, glaube ich, jetzt noch. Ja. Scheiße. Ich dachte, der fährt da hoch. Komm, erster wäre noch nice. Ja, komm. Der kann... Okay, ist in der Luft zersprungen. Alles klar. Jo, habe ich sie bekommen auf meinem Kanal. Ah. Ja, ich werde erster. Nice. Zum Abschluss nochmal hier erster geworden. Nein, ich habe kurz auf die Zeit geguckt bei der Capture Card. Danke. Danke, erster. Jo. Ja, das war die Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, das ist meine Meinung. Ne? Also, nicht böse nehmen oder so. Plus 21 nochmal zum Schluss. Echt nice. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ach, scheiße. Ja, komm, ich zieh nochmal der Test.